mit mir sitzt hier gerade der Intendant vom Musikdorf Arno, der Francesco Walter. Francesco, die ersten Tage vom Musikdorf, von diesem Festival, sind gestartet. Was machen wir für ein Fazit? Was ist die Zwischenbilanz? Also wir sind auch sehr froh. Es ist, wir sind gut gestartet. Die Konzerte haben wir in der Kirche gemacht, statt im Telehaus. Wir haben uns, das Publikum hat die Abstände eingehalten. Und es ist eigentlich sehr gut gegangen. Die Leute waren auch begeistert, dass endlich jetzt wieder die Konzerte stattgefunden haben. Also wir haben einen guten Start gehabt und wir hoffen, dass das jetzt auch so weitergeht bis Mitte September. Übermorgen spielt der Alexander Shaykin. Was ist das für ein Gefühl, dass er von Moskau extra angereist? Also wir haben ihn ja schon, er hat schon vor 2 Jahren hier gespielt und ich bin von ihm auch sehr begeistert gewesen. Dann haben wir ihn wieder eingeladen. Und das Problem, das wir hatten, ist, das Jahr wegen der Bestimmungen vom Bund, also alle mussten vor dem 6. Juli kommen, sonst wären auch in Quarantäne gegangen. Also wir haben relativ, also er hat relativ viel umbuchen und wir wollten einfach vermeiden, dass er in Quarantäne geht während 10 Tagen, weil sonst hätte er gar nicht auftreten können. Also es war eine relativ komplizierte Angelegenheit dieses Jahr, aber es betrifft einfach alle Musikerinnen und Musiker, die fern kommen. Wir haben leider auch Musiker müssen absagen, die aus Südafrika kommen. Das ist der Joshua Duplessi, das ist jetzt leider nicht gegangen. Aber Rachel Harnisch hat dann ein gutes Konzert gemacht um das. Es ist eine Herausforderung dieses Jahr. Wir wissen auch, wie es weitergeht. Also wir leben wirklich ausnahmsweise mal von Tag zu Tag. Normalerweise planen wir um diese Zeit bereits ein Jahr drauf. Aber wir haben jetzt gesagt, jetzt warten wir mal ab, was kommt. Und wir schauen, dass das Jahr sehr gut auskommt. Jetzt habt ihr euch in Alexander eingeladen. Was macht ihn aus? Wieso habt ihr sich für ihn entschieden? Also wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Concours Gesanda. Das ist ein Klavierwettbewerb in Zürich, der alle 3 Jahre stattfindet. Ich gehe seit fast 20 Jahren den Wettbewerb und wir laden eigentlich immer so den zweiten und den dritten Preis ein und nicht unbedingt den ersten, weil der erste Preis, der kommt immer sehr viel Konzert über. Und ich war eigentlich sehr fasziniert von Alexander, wenn er das erste Mal gespielt hat. Und für mich war dann klar, dass er auf Erne kommt. Was auch toll war, im 2018 das Thema in Bewegung. Dann war er noch mit einem Tänzer da und das Stück hat dann geheißen «La dernière touche». Und er ist auch sehr flexibel, also er ist auch ein Begleiter, er ist nicht nur jemand, der einfach ein Solo-Rezital gemacht hat. Und wir wollten auch unbedingt mal etwas machen für 2 Klavier. Und er hat dann zugesagt und ich freue mich jetzt dann sehr auf das Konzert mit ihm dann und mit dem Sergei Tanin.